Zuschauer, die waren erst einmal erstaunt. Ein schöner Pass von Schlipper auf Anderbrügge. Der wird am Hemd gerissen, umgerissen. Jeder wartet auf einen Strafstoß, aber der Schiedsrichter Werner Vöttler gibt Freistoß für Hannover. Warum, weiß ich auch nicht. Ansonsten war er ein sicherer Leiter. Schalke pausenlos im Angriff, immer wieder angefeuert von den 35.000. Reinhold Beckmann hat es gesagt, alles andere als ein Sieg würde die Tabelle auf den Kopf stellen. Prost, heute Libero für den verletzten Güttler. Senscheid, schön nach innen geflankt und dann stürzen zwei im Zweikampf. Glück für die Hannoveraner, die permanent unter Druck stehen, aber geleitet von Wojcicki, dem langen Libero, immer wieder gut verteidigt. Noch einmal gleich die schöne Aktion. Anderbrügge war es, der hier stürzt. Und dann Flat, Freistoß. Dann kommt Dietmar Schacht nach vorne und da jubeln sie schon. Aber die Zeitlupe zeigt deutlich, dass dieser Ball neben das Tor ging. Dietmar Schacht, der in solchen Standardsituationen ja immer wieder wichtige Tore für Schalke schießt. Glück für Sievers, der aber ein brillanter Torwart war. Wir werden noch einiges von ihm sehen. Die Gäste hatten nur eine einzige Sturmspitze aufgeboten. Das war Grün. Heisig saß auf der Bank. Immer nur auf die Verteidigung bedacht. Ja, und das war ein Foul im Strafraum von Klütz. Und diesmal greift er zur Pfeife und gibt Strafstoß. Juti wollte durchlaufen. Man kann ein bisschen darüber streiten. Der Schiedsrichter ist nicht zu beneiden, wenn er hier entscheiden muss. Anderbrügge schießt und Sievers hält. Gehaltener Strafstoß und das geschah in der 28. Minute. Ja, es wollte einfach kein Tor gelingen und dann auf einmal waren auch die Hannoveraner vorn. Bicicci ist das. Groth taucht auf und gedankenschnell die Fußabwehr von Lehmann, der hier eine Minute vor dem Seitenwechsel einen Rückstand verhindert. Und dann Halbzeit. Sie hat übrigens auch heute gewählt, aber der Bräutigam wurde entführt. Sie wartet auf ihn und die 35.000 Zuschauer warten immer noch auf ein Tor. Und Schalke greift weiter an. Luginger. Sehr viel Einzelaktion jetzt. Das sieht gut aus, aber dann wird er zu Boden gerissen. Freistoß, 25 Meter. Für sowas ist Anderbrügge zuständig. Ja, sieht ein bisschen ratlos aus, der Peter Neururer. Borotjuk ist inzwischen für Schlipper ins Spiel gekommen. Anderbrügge. Aber auch hier bewährt sich die Mauer der Hannoveraner, die schier unüberwindlich scheint. Sievers, der Torwart, strahlt Ruhe aus. Kann er auch. Einen Strafstoß hat er schon gehalten. Schalke. Die Zuschauer stehen wie eine Mauer hinter ihrer Mannschaft. Das ist Zechel. Müller. Und da fliegt Senscheid. Wie Sie sehen, am Ball vorbei. Es klappt nicht, es klappt nicht. Anderbrügge. Immer wieder der Aufschrei und immer wieder vorbei am Tor. Dann kommt Kroninger für Zechel. Kroninger soll Leben in den Angriff bringen. Und das tut er auch. Luginger. Schöne Flanke. Gleich werden Sie Kroninger in Aktion erleben, aber zunächst noch diese Möglichkeit, jetzt gleich Kroninger, der ist dabei. Das ist ein Irrwisch, Dribbelstart, kaum vom Ball zu drängen. Und wieder ein Strafstoß, wieder ein Strafstoß. Wojcicki macht ein langes Bein, war es ein Foul? Ich meine nicht. Vlad schießt und Sievers hält auch den zweiten Strafstoß. Das war in der 69. Minute. Und jetzt sah man schwarz für Schalke. Jetzt sah es ganz schlimm aus. Kroninger. Sehen Sie, er ist kaum vom Ball zu trennen. Hier durch einen Foul. Der Freistoß. Und wieder der Torwart. Der sichere Sievers. Und dann Kroninger. Schauen Sie hin. Versucht einen Schuss daneben, aber Borodjuk steht da. 1:0 endlich in der 74. Minute. Kroninger hat es eingeleitet, Borodjuk verwandelt. Endlich die Führung für Schalke. Und dann kurz vor Schluss die 80. Minute, Anderbrügge.
Jute ist zur Stelle, köpft ins Tor und dann auch noch das 2:0 in der 80. Minute. 2:0, ja, das war's dann. Dramatisch mit Happy End aus Schalker Sicht. Ein russischer Abend. Zurück nach Köln.